Moin moin Leute und willkommen zurück zu Staxel, die erste Aufnahme nach sehr langer Zeit. Wie man sieht, jetzt auch mit Kamera, hallo. Ich muss mal gucken, wie lange wir das beibehalten. Die gute Sarah kann jetzt nicht dabei sein, weil wir haben nur eine Kamera und einen Greenscreen und ihr Rechner steht auf der anderen Seite. Ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal rein. Zuvor würde ich aber gerne die Gesamtlautstärke ein wenig reduzieren, damit man mich besser verstehen kann, hoffe ich. Und das, okay. So kann es, glaube ich, bleiben. Gut, zurück zum Spiel. Ja, dann erzähl mal, Mäuschen. Ja, ich bin nämlich trotzdem hier. Aber hallo. Hinter der Wand. Und ich habe mich daran erinnert, dass ihr ja quasi gar nicht wisst, was ich hier drüben treibe, weil ihr ja beim Turmbau, glaube ich, ist das ja alles noch, ne? Wollen wir mal gucken kommen? Ich weiß nicht ganz, weil es noch nicht so fertig ist. Ich glaube, es ist krasser, wenn ihr erst kommt, wenn es fertig ist. Also noch nicht, nee. Bleib, wo du bist. So, ich erinnere mich aber, was ich kaufen wollte. Oh Gott, und ich erinnere mich auch, was ich wollte. Und zwar dieses Häuschen hier weiterbauen. Ja. Ja, erzähl ruhig weiter, was wolltest du kaufen? Weiß ich nicht, ob ich euch das erzählen kann. Oder ob das dann... Warum gibt es die zwei... Ach, das ist eine Fang. Okay. Willst du den Flugmodus wieder disablen oder soll ich... Enablen. So bauen? Ja, enablen, genau. Oder ist er an und du willst, dass ich ihn ausmache? Nee, das ist nicht an. Ich bin sowieso gerade ein bisschen irritiert, weil die Zeit vergeht auch nicht. Also irgendein Cheat, der Zeit-Cheat scheint drin zu sein. Warte mal. Hat's geklappt? Kannst du fliegen? Jo, super. Okay. Das hat sehr gut geklappt. Ich muss nämlich hier gerade mal Maß nehmen für den anderen Giebel. Bei uns sagt man Maß nehmen, wenn man jemanden zusammenscheißt. Ja, keine Sorge. Zum Maß nehmen meine ich nicht. Sondern ich muss einfach hier... Ah, warte mal, das muss wieder weg. Ja, liebe Leute, seit der letzten Aufnahme ist einiges an Zeit vergangen. Ich habe gerade Connect-Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es vielleicht sogar... Ansonsten würde ich sagen, wir versuchen diese Aufnahme mit Spielen und so zu Ende zu bringen. Und dann... Ja, Die Sache ist nur die, ich kann gerade nicht wirklich viel machen. Und der Server ist gerade abgebrochen. Ah ja, ich sehe gerade, du bist rausgeflogen. Ich komm direkt wieder rein, dann klappt es ja erstmal wieder eine Weile. Ich gucke mal in der Zeit. Habt ihr jetzt mal live gesehen? Wir haben ein kleines bisschen technische Probleme wieder oben in der Ecke. Aber wir sind nicht schuld. Ich stehe auch gerade mitten irgendwo in der Welt. Okay. Also... Warte mal, haben wir Internetprobleme? Ich sehe es gerade nie, weil der... Ich sehe hier... Du kannst ja mal einmal um die Ecke huschen und hier vor den Greenscreen kommen oder um die Ecke gucken oder so, keine Ahnung. Ich stehe im Himmel und über mir schweben nur Personen... Jetzt ist es abgestürzt. Okay. Nein. Hier, ja, jetzt lädt er vernünftig. Okay, ich bin wieder drin. Wütender Blick. Dein wütender Blick. Ja. Oh, der hat auch zwischendurch noch weitergebaut. Ja. Was wollte ich denn gerade gucken? Ach, wann unsere letzte Aufnahme war. Ach, du musst wieder für mich den Flugmodus. Warte. Enablen. So. Ja, Leute, ihr seht's. Irgendwas stimmt mit Staxel nicht. Es waren Updates gerade frisch. Genau. Also wahrscheinlich irgendwie. Ah, bin ich blöd, ich habe falsch gebaut. Aktuell klappt's noch. Wir versuchen dann einfach mal jetzt diese Folge noch ordentlich zum Abschluss zu bringen und dann kümmern wir uns da mal drum. Ich denke, dass das drum kümmern wird eher darauf hinauslaufen, dass wir dann eher eine Runde Raft aufnehmen und abwarten, ob es dann morgen besser ist oder so. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte, seit der letzten Aufnahme ist sehr viel Zeit vergangen, also wirklich sehr viel Zeit. Ihr habt ja in den anderen Let's Plays schon mitbekommen, dass ich ja hier zur Sarah gezogen bin, dass wir, das ist jetzt mittlerweile auch schon 2 Monate her und
Die letzte Folge, die für euch hier war, wo ich diesen Giebel gebaut habe, die ist für uns, ich glaube, ungelogen 2,5 Monate her oder so. Und wir haben eigentlich vorgehabt, jetzt in dem langen Urlaub häufiger mal kurze Aufnahmesessions zu machen. Das Problem... Ja, er leckt schon wieder. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Das Problem ist allerdings nur, dass wir jetzt am selben Raum hier sitzen. Also, das ist so unser kleines Arbeitszimmer. Das Problem ist, wir sitzen im selben Raum. Das war nicht zu erwarten, bevor wir zusammengezogen sind. Als Problem... Ja, das, ich denke, die Zuschauer verstehen, was ich damit sagen will. Ja, klar. Das ist halt so ein schwieriges Thema, was den Sound angeht, weil man kann uns ja, also man kann auf meinem Mikro die Sarah hören und die Sarah kann mich praktisch auf ihrer Audiospur hören. Und das ist natürlich ein bisschen doof manchmal. Ich habe verkehrt gebaut. Oh Gott, ich habe komplett verkehrt gebaut. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze 2,5 Monate her. Es ist sehr viel mittlerweile vergangen. Wir haben das Outlast Let's Play gemacht, was wir spontan mal als Idee hatten, das zwischendurch mal zu bringen. Da haben wir heute... Okay, ich glaube, er macht es gleich nicht mehr lange. Da haben wir heute die 2-3 Folgen nochmal nachsynchronisiert, die ihr jetzt ja schon gesehen habt, glaube ich. Also die erste Woche ist ja um. Kann das eigentlich sein, dass Outlast schon komplett um ist? Wenn diese Folge hier kommt? Nächste Woche haben wir noch. Nee, ist noch nicht ganz rum. Warte mal, da muss ich mal kurz... Ich kann ja nebenbei hier wild rumklickern. In unseren Zeitplan gucken. Und die nächste Staxel-Folge kommt am 1.6. Also ist Outlast noch nicht durch. Also die wir gerade aufnehmen, meine ich, kommt am 1.6. Ich hab Schluck auf. Oh nein, ich glaube, der Connect verlässt uns gleich wieder. Okay. Ich kann gerade nicht bauen. Das heißt, er wird gleich wohl wieder abbrechen. Dann muss ich wieder neu connecten. Ja, Leute, ihr merkt's, so kann man das nicht wirklich aufnehmen. Hier hat er auch die Chunks nicht ordentlich geladen. Jetzt lädt er sie ein bisschen nach. Jetzt hat er, glaube ich, auch den gesetzt. Ja, vielleicht hat er sich gefangen. Wir schauen einfach mal. Wir müssen mal vergleichen. Das haben wir jetzt im Vorhinein nicht gemacht, ob wir dieselbe Version haben. Das hatten wir nämlich schon mal bei einem Update, das er halt geupdatet hat. Und am Ende stand da, dass ich, glaube ich, eine niedrigere hatte oder so. Und dann hat das auch nicht so richtig funktioniert gehabt, wie es sollte. Ja. Nicht, dass das dieses Mal auch passiert ist. Ich habe die 1.5.59. Und dann die 201. 1559, ja. Ja, und dann die 2012-11a. 2012-11a, ja, habe ich auch. Okay, dann haben wir auf jeden Fall dieselbe Version. Vielleicht ist das auch ein frisches Update. Und deshalb sind die Server ein bisschen hart an der Grenze. Hart an der Grenze? Ja. Aber das trifft sich gut, dass wir nach der Folge eine Pause machen. Weil ich muss pipi. Das hätte ich vorher tun sollen. Oh doch. Okay. Ja, auf jeden Fall. Denke ich, werden wir dann gleich ein bisschen pinkeln und dann Raft weitermachen. Und dann gucken wir mal, wenn das dann hier stabil läuft, dass wir dann weiterbauen. Es läuft uns ja nichts weg. Aber ich habe mich gerade auf die Aufbausachen gefreut, weil das so, weiß nicht, das ist so meine Meditation. Ich will ja unbedingt auch demnächst endlich Two Point Hospital spielen. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich 20. Würdest du schon spielen? Ja, ja. Würde ich, oh, mein Bauch, Leute. Aber es geht doch nach dir, es ist doch dein Channel. Ja, na klar, aber ich kann ja nicht 20 Spiele zugleich bringen und sagen, na, jetzt habe ich erstmal eine Weile keine Lust auf dieses Aufbauding und wir machen erstmal ein anderes oder so. Das ist ja schon lame für die zugucken irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch so viel Lust, so viele Spiele aufzunehmen. Aber es ist auch ein bisschen so eine Zeitfrage. Ja. Auf Zum jeden Beispiel, Fall. Ich weiß nicht, ob ich es verraten soll, weil ich noch nicht weiß, ob ich es mache. Soll ich es verraten? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das, was wir letztes Mal runtergeladen haben, was ich dann spielen wollte. Ich habe gedacht, das ist klar, dass du das spielen wirst. Okay, dann spiele ich das. Dann kann ich es ja auch verraten, oder?
Ich weiß nicht, wolltest du es doch nicht spielen? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Doch, doch, klar. Nee, ist doch richtig. Also für mich ist es nicht richtig. Doch, auf der Liste der Spiele, die ich gerne auf meinen Channel bringen würde. Und wir geben ein paar Tipps und dann sollen die Leute das raten und an der Stelle in die Kommentare schreiben. Das ist eine gute Idee, genau. Und entweder lösen wir es dann am Ende der Folge auf, damit ihr dranbleiben müsst und so. Oder wir lösen es sogar erst in der nächsten Folge auf. Das können wir auch machen. Ja. Okay, dann gib mal ein paar Tipps. Du kennst das Spiel ja ein bisschen besser als ich. Okay. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt, sonst könnte ich euch ein Jahr sagen. Oh, bin ich dumm? Ich kann doch einfach googeln. Ich habe doch The Power of Google hier aktuell am Start. Mhm. Er lädt gerade wieder. Echt bescheiden. Aber erzähl ruhig weiter. Ja. Ich versuche ein bisschen was in der Zwischenzeit. Oh, da ist er raus. Das Spiel kam raus 2011. Entwickler war Sega. Oh, Sega. Mhm. Unter anderem zumindest. Also, da ist noch ein anderer Entwickler dabei, aber da könnte man leicht googeln. Deswegen nehmen wir mal lieber Sega. Das Spiel kam eigentlich ursprünglich raus auf Konsolen. Und ich habe sehr lange darauf gewartet, dass es endlich auch einen PC-Release gab. Ich weiß gar nicht, wann der PC-Release kam. Kann ich ja auch mal schnell schauen. Es gibt übrigens, glaube ich, so, ist das ein Nachfolger? Weiß ich gar nicht genau. Ich gucke gerade mal wegen den Release-Daten. Oh, ist auf der Switch ist es ja auch rausgekommen. Ach was. Mein Handy vibriert. Ich kann es jetzt auf Schlag nicht sehen, wann es auf Windows rauskam, aber ist ja auch Wumpe. Wir spielen einen Herren, der in den Bann einer jungen Dame gezogen wird, obwohl er eigentlich im Bann einer ganz anderen jungen Dame sein sollte, was er eigentlich ja auch ist, aber wie das so ist mit weißen, blonden Anime-Girls, da können sich manche halt nie halten, ne? Und so geht es auch ihm. Ich glaube, das war schon sehr viel verraten. Wer das Spiel kennt, der wird jetzt schon wissen, um was es sich handelt. Ja, haut's mal in die Kommentare. So. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dir das hier dann zeigen kann. Boah, wir haben hier harte Connect-Probleme. Mm. Ist echt doof, gerade zu bauen, so. Das ist echt schade. Man sieht's ja auch. Aber ich habe den Giebel zumindest ein Stück weit fertig bekommen. Nein, falsche Richtung. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Server überlastet sind. Oder vielleicht sind die auch auf kleinere Server umgezogen, weil nicht viele Leute spielen. Ich weiß es nicht. So, wie sieht es denn von hier hinten aus? Na, ist doch schon mal ganz schick. Dann versuche ich hier mal den Giebel reinzuziehen. Oh nein, ich komme gerade so nicht heran. Und ratet doch mal, was ich hier tue. Kann ich euch auch Tipps geben? Oh nein, ihr wird gleich wieder den Connect verlieren. Nein. Doch. Nein, hör doch auf. Okay, ich glaube, jetzt hat er sich gefangen. Okay. Jetzt kam die Ria hier gerade wie der Flash um die Ecke geflogen. Und hat sich ins Wasser gestürzt mit ihrer Angel. Die ist Power-Angeln gegangen. Mhm. Aber nee, das hat unheimliche Ladeprobleme. Ich meine, ihr seht es ja selber, wie es hier aussieht. Liegt das vielleicht an den Mods, dass irgendeine von den Mods ein bisschen gedamaged ist oder so? Boah, ich weiß nicht, aber dann würde es ja eigentlich gar nicht funktionieren. Ich kenne es ja nur irgendwie und abgeschossen. Ich sehe gerade, du hast verlassen. Du hast mich verlassen. Nein, ich habe dich nicht verlassen. Steht hier aber. Ja, hier lädt. Also, ihr seht's, das ist eine Katastrophe. Wir werden jetzt mal gleich eine Aufnahmepause machen. Willst du die eine Folge vielleicht versuchen durchzudingstern? Sonst haben wir ja hier. Oder ist das zu nervig? Ich kann es ja gerade schlecht einschätzen. Nee, wir können diese noch durchziehen. Ich meine, dann sieht man ja, dass das ein bisschen
ein paar Problemchen gerade. Gerade läuft es auch wieder ein bisschen flüssiger. So. Dann musst du diese Folge mit stimmlichem Entertainment füllen. Stimmliches Entertainment. Das heißt, du musst singen. Oh Mann, ich wollte so schön hier vorankommen. Das ist aber auch was, da ihr ja eigentlich nicht seht, was ich hier tue. Kann ich es theoretisch ja auch machen, wenn ihr gar nicht dabei seid, ne? Ja, aber du musst gleich mit mir Raft machen. Das geht nicht. Ja, das schon. Ihr werdet ja auch irgendwann sehen, was das denn? Achso, okay. Was ich hier mache. Oh nein, er verliert den Connect schon wieder. Na, es ist echt schade, aber ich glaube... Na, jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt, wo ich runtergesprungen bin. So. Okay. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade hört. Die Hasen im Hintergrund. Wir haben die Mikroempfindlichkeit auch ein bisschen umgeregelt, damit man ein bisschen weniger die Raumgeräusche gehört und ein bisschen mehr nur mich. Aber die sind gerade sehr laut, also es könnte sein, dass sie trotzdem noch mit drauf sind. Was fressen die da? Fressen die den Stall auf? Das wird Brot sein. Also eine Schnitte. Eine Schnitte? Das klingt zumindest nach Brot. Okay, so. Das Giebeldach mal reinziehen. Und dann brauche ich gleich auch nochmal... Ah, er verliert den Connect wieder. Ah, jetzt hat er sich gefangen. Also ein bisschen geht's, aber ich glaube, es sind eher Serverprobleme. Weil es funktioniert ja ein bisschen und dann ab und zu hast du da mal die Ladeprobleme und dann... Okay. So. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auch mal gucken, ob diese Folge hier überhaupt kommt. Also wenn ihr sie jetzt gesehen habt, dann haben wir sie gebracht. Und ansonsten... Warum sollte sie nicht kommen? Ich weiß nicht. Es kommt ja noch drauf an, wie das gleich mit dem Sound funktioniert hat. Also in den ganzen Testaufnahmen hat es wunderbar funktioniert. Aber man hat ja auch bei Outlast gesehen, dass man sich da nicht immer drauf verlassen kann. So. Okay, dann bauen wir jetzt den Giebel hier nochmal fertig. Und da oben ist schon wieder dieses Stecker- und Kabelsymbol. Na, geht schon wieder nicht weiter. Na, kommt schon. Okay, 18 Minuten. Ja, aber es lädt gerade nicht. Ich glaube, es wird noch einmal crashen. Aber es kann auch nicht daran liegen, dass wir jetzt zu viel Kram gebaut haben und dass er damit nicht zurechtkommt, oder? Nee. Ich glaube wirklich, dass es Schuld von irgendeiner Mod ist. Und dass wir irgendwo einen unterschiedlichen Stand haben, eventuell, weil bei mir crasht es ja nicht. Also entweder das ist die Internetverbindung. Oder eine Mod ist bei mir geladen oder eben nicht geladen und bei dir geladen oder eben nicht geladen, je nachdem, dass wir irgendwo einen Unterschied haben. Na, da bist du die Spezialistin, da habe ich keine Ahnung. Wir vergleichen dann mal in der Modliste. Eigentlich haben wir ja nur die Weihnachtsmod rausgeschmissen. Theoretisch schon, aber... ich sehe die Weihnachtsdeko also nicht an den Häusern, oh Gott, ich hoffe nicht an den Häusern, ich war noch nicht draußen. Ich sehe sie aber hier drin in der, wie nennt man das denn, im Lager. Da habe ich welche reingelegt. Okay, die ist noch da oder was? Die sollte ausgeblendet sein, ist sie aber nicht. Leichtes beunruhigendes Gefühl. Ein leichtes beunruhigendes Gefühl. Na, er hinkt schon wieder, stolpert schon wieder ein bisschen. Ah ja, Leute, dann war das hier jetzt mal eine recht holprige Folge. Ein guter Versuch.
mal wieder ins Let's Play hier einzusteigen. Wir sind jetzt auch bei 20 Minuten. Ich würde sagen, dann machen wir das hier nicht mehr allzu lang und dann machen wir in der nächsten Folge einfach nochmal einen neuen Start und legen dann richtig los, wenn es dann flüssig läuft. Mhm. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.